Hi, der Marc von Business Stilowin, schön, dass ihr da seid und die Mädels ist bei mir. Ja, hallo. Gib mir die Hand. Grüß dich. Grüß Gott. So, du bist Türkin, ich hätte dich nicht auf Türkisch. Jetzt kannst du mal auf Türkisch, oder? Ja. Kannst du mal auf Türkisch irgendwie sagen, hier, hallo bei Marc, der ist voll cool, tolles Piercingstudio, irgendwie sowas, ja? Sollte ich sagen, dass das beste Piercingstudio in Wien ist, das stimmt sowieso. Ja. Wir nennen any Piercingstudio so, Heikes Gassen, Chokmutlim, Top-Qualität, alles super, mega gut. Stimmt. Du kannst auch nicht Türkisch, oder? Nein, aber ich kann Russisch. Er kann Russisch, und Russisch. Ja, aber das hilft uns auch nicht. Ich hoffe, das ist schlimm, was die gesagt hat, ja? Nein. Ich werde das von den Türken überprüfen lassen, was Jawohl, du da gerade ich habe gesagt, beste Qualität. Alles gut, das glaube ich dir ja schon. Beste Kebab in der Stadt. Beste Piercing in der Stadt. Du hast eine Flasche Wein und ein Glas drin. Ja, und Weintraube und so. Weinfass auch, das heißt, du saufst gerne, oder was? Ich habe Weinbauch studiert, deswegen. Okay. Du warst schon bei mir stechen auch oder nur wechseln bis jetzt? Ich war einmal stechen auch, glaube ich, obwohl ich erinnere mich nicht, weil ich hatte so viele Piercings. Aber ich glaube, was machst du jetzt hier? Machst du irgendwo ein Praktikum? Ich arbeite und ich studiere Master. Weinbau? Mhm. Die Türken machen Wein? Ja, teilweise schon. Aber es ist bei mir nicht fast zu heiß? Was gut ist, also für Weißwein. Ja, aber nicht für alle Trauben. So. Ja. Nicht für alle Trauben, aber für manche extrem gut. Na klar. Was ist, aber gibt es eine türkische Weintraube? So eine richtig türkische Weintraube? Ja, gibt es auch, aber nicht in Österreich. So. Ja, das hätte ich fast gedacht. Ja. Aber was ist für eine, wie heißt die? Hä? Wie heißt diese Traube? Es gibt viele. Öküzgözü, Boğazkene. Das ist eine türkische Name. Okay, scheiße. Okay, das schmecken die sicher auch gut. Da muss man mal mitbringen. Ja, voll. Die türkischen Wein. Voll, ja? Wieso nicht? Ja, sicher. Ich bin sowieso nach 6 Wochen da für ein anderes Piercing. Ja. Also ich trinke sehr gerne Wein und ich auch. Das sieht man ja bei dir, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt viel getrunken, griechisch, neue Welt, alles mögliche, aber türkisch ehrlich gesagt noch nicht. Okay. Aber das ist auch wahrscheinlich eher ein lokales Produkt, ja. Das wird gar nicht groß machen. So, wir machen heute einen Anti-Helix und die Gute wollte, dass ich ihr das jetzt gleich mit Ring mache. Das machen wir natürlich nicht. Und dann wollte sie natürlich auch noch, dass wir es mit Gold machen. Das haben wir natürlich auch nicht. Ja, also wir machen eigentlich einmal das, was du nicht willst, alles. Ja, und so ist es halt im Leben. Aber du kriegst jetzt quasi eine gute Sache für den Start, weil das bringt dir ja nichts, wenn ich was nehme. Und machst du ein Foto? Mach kein Foto, Star. Du kriegst jetzt quasi die Lösung für den Anfang, die wirklich gut ist, damit es auch gut verheilt. Es bringt ja nichts, wenn ich dir jetzt quasi, nur wenn ich dir einen Gefallen tun will, dir jetzt einen goldenen Ring reinmachst und noch am Schluss einen Ring, was man überhaupt nicht sollte, und den dann noch in Gold, dann entzündet sich das Ding fürchterlich. Ja, voll. Bei mir besonders, mein Haut verträgt kaum. Also das ist ziemlich weiß für eine Türkin, ne? Ja, ich weiß nicht wieso. Ich schaue wie eine Feta-Käse aus. Und deine Eltern sind beides ganz normale Türken? Ja, ich bin komplett Türkin. Krass. Aber Istanbul ist oft anders, glaube ich auch. Ist ne? Sehr anders. Siehst du eh, glaube ich, bei mir. Ja, klar. Sagst du, dass ich durchatmen soll und einatmen soll? Nein, wir zeigen es ja nur erstmal an. Okay. Aber du kannst gerne beim Einatmen schon, natürlich beim Anzählen und Einatmen, wenn du möchtest. Sag mal, willst du es eher weiter oben oder weiter unten? Ich muss mir das anschauen, weil ich kann. Aber hast du Deutsch gelernt? In Istanbul. Ich habe eine österreichische Hut besucht und dann da studiert und so. Also deine Kollegin damals, wenn das gewohnt hat, das gebraucht. So, glaubst du, oben ist das oder unten? Ich denke, sieht man das mehr. Ich finde es persönlich mit dem Ring unten ein Tick cooler. Finde ich auch. Ja, deswegen hätte ich unten gesagt. Okay. Du bist eh so eine coole Socke ein bisschen und hätte ich gesagt, machen. Das ist einfach so ist vom Style-Faktor zu dir schon. Ja, okay, sehr gut. Ja. Aber die Türken lieben schon Gold, ne? Ist schon so eine ist dabei. Ja klar, gehört dazu, ne? So, und da drüben, was haben wir da drüben? Industrial-Dings. Schon ganz schön gut behangen. Schön! Wie lange bist du noch in Österreich? Wie lange geht das Studium noch? Können wir noch ein bisschen was piercen? Ja klar, immer. Ja? Gut. Noch 2 Jahre und dann... Ach, dann haben wir noch, da können wir noch 10, 15 Jahre machen, ne? Nächstes Mal ein Lipo-Piercing. Ja? Ich habe gerade ein Video gemacht letztens. Hast du es gesehen schon? Ah, nein. Wir haben jetzt ein YouTube-Video gemacht über Brustwarzen-Piercings, weil es wurden so viele Leute mich gefragt, wie es man filmen kann. Dann habe ich erst ein Tutorial gemacht an den Modellen, an den Gummimodellen. Und dann habe ich ein Mädel gehabt, die sich freigestellt hat. Wir haben das Gesicht quasi abgeschnitten und einmal war sie kurz drauf, aber das war der vollkommen wurscht. Und dann haben wir quasi die Brustwarze gestochen.
und dass die Leute mal sehen, wie, dass es nicht schlimm ist und wie das alles abläuft. Aber es ist passiert, sie hat natürlich einen Silikonbusen gehabt, denn ich habe es schon kommentiert, war schon sehr sauer. Weil jetzt haben wir am Schluss, es ging um das Brustwarzenpiercing, ob das wehtut oder nicht und wie das abläuft, wie das aussieht, wie man das macht. Und dann ging es am Schluss nur noch Kommentare, ja, ich finde den Silikonbusen toll, nein, ich finde ihn nicht toll. Ja. Die Nippel sind zu weit oben, die sind zu weit unten, die sind zu weit links, zu weit rechts, die Narben hoch, runter. Also voll. Eine Scheiße, wie gesagt, mein Gott, darum geht es ja gar nicht. Ja. Und es war echt spannend, dass wir es quasi so ein, ja, eigentlich voller Off-Topic alles war. Ja. Aber wenn wir bei dir jetzt machen würden, wieder wird man, nennt man mal einen Busen ohne Silikon, ja, wäre auch nicht schlecht. So. Ich habe keinen Silikon. Das sag ich ja, das sieht man ja. Das ist ja alles Natur. Alles Natur. So. Also, wir haben eigentlich schon irgendwie fast alles erledigt. Wir haben es angezeichnet, wir haben es desinfiziert, wir haben es besprochen. Dann werden wir stechen. Ja, gut. Oder? Gut. Von der Pflege her, und was du nicht darfst, die nächsten 3 Wochen Dampfbad, Sauna und Solarium bitte nicht besuchen. Ja, aber schwimmen im Meer. Mehr Wasser darfst du gehen, ja, du darfst sofort schwimmen im Meer. Chlorwasser bitte 3 Wochen nicht untertauchen. Und Seen und Flüsse kann man nach einer Woche wieder untertauchen. Aber Chlorwasser bleibt mal bitte bis hier. Wenn du nicht untertauchst, ist okay. Aber im Meer, zum Beispiel in 2 Wochen, darf ich im Meer schwimmen? Im Meer darfst du jetzt schwimmen. Also du kannst jetzt hier rausgehen, ins Meer fliegen und heute noch schwimmen gehen. Das einzige Problem ist zum Beispiel in der Donau. Die Donau ist ja kein Chlorwasser. Verstehe, ja. Aber die Donau könntest du im Zweifel gehen, wenn die Wasserqualität gut ist. Ich meine, da gibt es Stellen, wo man sagt, da soll man lieber nicht reingehen. Und es gibt Stellen, wo man sich ja gut baden kann. Und schwimmert er nicht? Eben nicht wegen Chlorwasser. Verstehe. Andererseits, wenn dein Kopf aus dem Wasser bleibt, ja, dann ist alles in Ordnung. Duschen? Nicht mehr. Muss ich aufpassen? 6 Wochen nicht. Nee, aber muss ich aufpassen? Sag mal, ehrlich, Türken duschen noch nicht, oder? Was? Ich habe heute geduscht. Okay. Das macht Spaß mit dir. Ich ärgere dich gerne ein bisschen. Also natürlich darfst du duschen. Ab morgen früh wieder kein Problem. Wenn du heute noch duschen willst, wir haben heute 30 Grad draußen, dann bitte nur mit Wasser und Shampoo einmal weglassen. Aber sonst darfst du normal duschen. Passt, sehr gut. Haare färben bitte nicht, die nächsten 6 Wochen. So nicht, okay. Und sonst darfst du eigentlich alles ganz normal. Gut, super. Das heißt, du könntest jetzt eigentlich schon, wenn du wollen würdest, den eigenen Wein herstellen. Oder nicht? Könntest du das schon? Ja, ich könnte das schon. So komplett? Ja, also ich habe das studiert. Trauben, Keltern, ja, pressen, dann abfüllen, ja, Stahltank und dann und quasi so. Ja, Hefe, Sagen, Zucker, ein bisschen Gärung, ja, bisschen Schwefeln, wenn es nötig ist und dann und müssen wir die Flasche mitbringen, Marc, meinen eigenen Wein. Das wäre doch mal was, mein eigener Wein, ich muss meine eigene Weinsorte, meinen eigenen Weinverkauf starten, Marcs Weine. Willst du was Glitzerndes am Anfang oder nicht? Weil du weißt ja, am Anfang nehmen wir jetzt keinen Ring. Okay, sondern? Es regnet voll, oder? Ja. Weißer Stein oder eben ohne Stein? Ja. Oder eben in klein oder groß? Ich würde nehmen kleine Kugel mit weißem Stein. Das passt am schönsten zum Gold. Weil wenn ich jetzt eine silberne Kugel mache... Was ist mit dem großen Stein? Gut, du bist ein großes Mädchen, großer Stein. Also, großes Mädchen, großer Stein. Mach mal. Weiß, oder? Welche Farben gibt es? Rosa oder hellblau? Nee, weiß. Weiß. Okidoki. Okidoki. Los geht's. Ich schwisse langsam. Ja, kein Problem, wenn wir das schaffen. Ich packe mal den Schmuck kurz aus. Tut es weh im Vergleich zu anderen Piercings? Also schau mal, du hast ein Industrial. Wenn du ein Industrial hast, ist alles gut. Ich habe gemeint, aber dann tut nie mehr was weh. Das war aber nicht bei mir. Bei mir hat es nicht gemeint. Ja, du machst das wirklich. Aber ein Industrial trotz allem tut immer am meisten weh. Ja, also, das war. Da kannst du dich entspannen. Mega, ja. Das wird eine ganz einfache Nummer jetzt. Und wir machen das ja ganz schnell. Und ich bin ganz lieb zu dir. Ja, ja. Gut. Also los geht's, das Ganze. Los geht's! Wo gefällt dir besser? Jetzt Wien oder Istanbul? Wenn Istanbul ist. Na, Istanbul. Istanbul besser? Ja. Soll ich nicht atmen? Du, wenn du nicht atmest, wirst du irgendwann ersticken. Das sehe ich schon mal. Super. Aber dieses Ein- und Ausatmen, das mache ich extra nicht bei den Kunden, weil das bringt nicht was. Dann halten die nur die Luft an. Das ist alles ein Blödsinn. Ich steche es einfach irgendwann durch. Alles gut? Ja, das hat schwer getan, aber ja. Ich bin eine große Frau, das kann ich schaffen, glaube ich. Dankeschön. So. Das war's. Und was stimmt? Ist ich schon ganz ehrlich. Trakus hat weniger mehr getan. Smiley mal sowieso Pipifax. Und Nasenring hat auch viel mehr getan, ganz ehrlich. Nasenring ist auch unangenehm. Ja.
Es blutet ein bisschen, aber nicht vom Piercing selber, sondern es ist in den Anti-Helix-Stellen oft sehr wenig Platz hinten. Ja. Und wenn ich dann mit der Nadel leicht ankomme, dann kommt ein Tropfen Blut raus. Also hat nichts mit dem Piercing selber zu tun, sondern ein Kollateralschaden. Ja, läuft bis zum Nein. Alles gut. Ah, ist schön. Ist voll. Die Kugel, ist die Kugel gut oder willst du doch kleiner? Nee, das ist gut, glaube ich. Kleiner sieht man. Sieht man nicht, ne? Ich brauche mehr, alles mehr. Mir gefällt es auch, ja? Ja, super. Und du bist Russe? Ich bin Este. Este, okay. Also klar, das ist Russisch, sprecht ihr natürlich auch. Ja. Ne? Alles. Sehr gut. Schön, oder? Sehr schön. Aber super. Tut doch immer weh. Obwohl. Das sagst du nur, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, damit du kein Wein mitbringst. Zur Kamera! Sehr gut. Top. Ja? Ja. Okay? Ja. Cool. So, pass auf, ich erkläre noch kurz die Pflege. Ja, die Pflege, bitte. Generell ist es so, du nimmst bitte Prontolin Spray und erst bitte einsprühen, 2-3 Mal, auch bitte ins Ohr rein, gerade beim Anti-Helix wirklich von hinten sprühen, dass es reinkommt. Also hinten und vorne. Genau. Dann einwirken lassen, 30 Sekunden, wenn es eingewirkt ist, das sieht man schon wieder gar nicht mehr. Wenn es eingewirkt ist, dann nehmen wir vom Gel einen Tropfen auf den Finger. Also, du sprühst, du sprühst erst ein. Wenn du es eingesprüht hast, nimmst du eine Küchenrolle, die machst du ein bisschen feucht und wischst innen und außen das Piercing sauber ab. Damit du ins Ohr reinkommst, kannst du die Küchenrolle zusammenfalten. Ja, okay. Dass du wie ein Wattestäbchen passt. Nach dem Spray nur 30 Sekunden warten und dann wieder. Mit der Küchenrolle, also nicht ewig, mit der Küchenrolle putzen. Wieder feucht, putzen. Ja. Und dann das Gel drauf tun. Und das Gel ist wichtig für die Heilung. Da reicht ein kleiner Tropfen. Einfach einschmieren, vorne und hinten. Und schiebst ganz sanft vorn zurück. Nicht dran drehen, nur vorn zurückschieben. Also so von mir aus. Push back and forward, genau. Ja, verstehe. Genau. Und das war's. Mehr musst und du gar das nicht machen. Macht man dreimal am Tag? Oder? Wir machen es 3 Wochen lang zweimal am Tag und dann noch 3 Wochen einmal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück und in 6 Wochen wechseln wir es wieder aus. Okay. Machen wir dann einen Kontrollwechsel rein. Bist du in 6 Wochen denn in Wien? Ja. Oder bist du ich schon bin wieder? In Wien. Okay. Dann kommst du vorbei und tauschst es aus und machen auch einen goldenen Ring rein. Okay, super. Okay. Cool. Jetzt machen wir noch ganz kurz eine Nahaufnahme von dem Piercing mal, dass man es mal sieht. Ja. Mal schauen, dass wir das mal kurz drauf haben. Ja, da sieht man sogar noch innen drin ein bisschen Blut, das werden wir gleich mal ein bisschen wegputzen. Ja. Und schön. Sehr gut. Cool. Super. Geht dir gut, gefällt dir. Ja, das gefällt mir. Gut. Dann hast du noch Fragen? Nein, aber das muss ich alles aufschreiben mit. Das geht nicht mehr alles schriftlich mit. Ach so, okay. Wenn die merken. Bei mir gibt es alles schriftlich. Wenn du noch irgendwas wissen möchtest, dann darfst du jetzt fragen. Wenn es mit dem Schwimmen noch Fragen gibt, kannst du mir auch jederzeit schreiben. Du hast gemeint, mehr sollte kein Problem sein, weil du schon heute kein Shampoo und sonst eigentlich dreimal am Tag, 2 Wochen und dann 2-mal am Tag. Und heute mit dem Spray und mit dem Gel auch? Heute Abend fängst du bitte damit an. Ja? Okay. Also fängst du an mit Spray und Gel und das reicht. Also einmal reicht heute. Morgen brauchst du. Ab morgen machst du es dann immer morgens und abends. Ja. Gut, meine Liebe. Passt. Dann sage ich schon mal danke. Eine Bitte, wenn du zufrieden warst, gib mir eine Google Maps Bewertung oder eine Review bei Facebook. Ich habe schon gemacht. Ich weiß und nicht, schau nochmal nach. Ich schau mal. Und jetzt darfst du noch auf Türkisch auf Wiedersehen sagen. Bir daha gelin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. In diesem Sinne. Ciao.